zwischen 2010 und 2020 250 Leben retten. Tödliche Berufsunfälle könnten in der Schweiz stark abnehmen, wenn sich Arbeitnehmer und Geber an einige lebenswichtige Regeln halten würden. Die Vision 250 Leben von der SUVA kommt zwar seit dem Kampagnenstart 2010 gut an, trotzdem fehlt es noch bei der Umsetzung. Todesfälle sind noch nicht markant zurückgegangen, sagt André Meyer, Abteilungsleiter Arbeitssicherheit von der SUVA. An was liegt es? Die Problematik ist vielfältig. Aktuell stehen die Themen der Arbeitssicherheit nicht ganz oben auf der Traktandenliste der Geschäftsleitungen. Für Vorgesetzte ist es oft schwierig, Instruktionen durchzuführen. Und für einen Arbeitnehmer ist es in der heutigen Zeit schwierig, Stopp zu sagen, weil er weiss, dass er den Arbeitsprozess unterbrechen kann. Bei der Baustelle am Flughafen Zürich achtet man sich speziell auf die Vorgaben der SUVA. Lebenswichtige Regeln werden eingehalten. Ganz oben auf der Liste dafür sorgen, dass niemand runterfallen kann. Es ist richtig, dass hier besonderer Wert gelegt wird auf die lebenswichtigen Regeln ab 2 Meter Höhe Absturzkanten sichern. Daneben hat es auch weitere Arbeitsplätze in der Höhe. Ab 3 Meter soll ein Gerüst eingesetzt werden, das nicht mehr als 30 cm Abstand hat von der Wand. Weit über 1000 Unternehmen haben sich bis jetzt bereit erklärt, sich an die Regeln der Vision 250 Leben zu halten. Die Sicherheitscharta hat auch die Geschäftsleitung der SR Technics unterschrieben. Und das ist auch gut so, sagt Sarah Juraschka, Head of Safety, Security, Health and Environment. Natürlich braucht es dafür extra Arbeit und es braucht auch die Unterstützung des gesamten Managements, aber es ist es wert. Wir haben innerhalb der 3,5 Jahre seit Lancierung der Stopp-Kampagne weltweit unsere Unfälle um 14% reduzieren können, was ein sehr großer Erfolg ist und natürlich dazu geführt hat, dass die Mitarbeitenden sich sicherer fühlen. Ziel der SUVA ist, dass bis ins Jahr 2020 die Anzahl tödlicher Berufsunfälle halbiert wird und so 250 Leben bewahrt werden.